Hi Leute, ich bin's wieder, euer Mittendrin. Das werde ich jetzt übrigens nicht immer sagen. Und was euch bestimmt jetzt als erstes aufgefallen ist, ich habe mir die Haare geschnitten. Aber naja, das ist jetzt egal. Ich sage jetzt mal das Thema an. Es geht um Minecraft. Ihr kennt sicherlich Minecraft. Naja, vielleicht kennt ihr Minecraft. Für die Leute, die es nicht kennen, es ist ein pixelartiges Spiel, was einfach nur Spaß macht. Also, soweit ich gehört habe, wurde Minecraft eigentlich gemacht, um zu beweisen, dass nicht die HD-Grafik zählt, sondern das Gameplay. Und das finde ich absolut wahr. Also, es gibt da ganz viele von Blöcken, die man abbaut mit verschiedenen Werkzeugen und dann sich wieder irgendwo hinschustern kann. Als Haus, als Monsterfalle, als keine Ahnung was. Und man kann 64 aufeinander stapeln. Warum eigentlich 64? Das ist doch eine komische Zahl. Schreibt es in die Kommentare. Nein, schreibt es nicht in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare! Und ich zeige euch mal, wie das ungefähr aussah, als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe. Oh, das ist ja ein cooles Spiel. Was ist denn das? Das sieht wertvoll aus. Oh, das ist bestimmt voll wertvoller Stoff und so. Oh, jetzt mache ich mir daraus ein Haus. Nee, das reicht nicht, Mist. Ich brauche noch mehr. Oh, ich brauche mehr. Mehr. Oh, das muss ich meinen Freunden erzählen, dass ich diesen Stoff gefunden habe. Nee, noch ein höher. Noch ein höher. Ich muss noch ein höher bauen. Es muss sein. Es muss sein. Es muss einfach sein. Es, ein, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt nochmal hier hin. Jetzt so, so. 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 Ja. Ja. Habe ich gewonnen? Ach, das sieht schön aus. Oh, das ist hier echt eine schöne Gegend. Ich meine, guckt euch das an. Eine schöne Stadt. New York. Hier habe ich Scheiße gebaut. Ach, das sieht hier echt traumhaft aus. Was soll ich eigentlich noch bauen? Gesehen, man kann alles bauen. Wirklich alles, außer runde Kugeln. Weil, ihr habt ja gesehen, das Spiel ist ziemlich pixelig. Naja, als Sandbox-Game würde ich es jetzt nicht mal bezeichnen. Übrigens, es wurde von Notch gemacht. Wer ihn nicht kennt, dann geht um bei Wikipedia Notch ein, dann erfahrt ihr schon genug. Ja, es gibt ja so viel für Minecraft. Es gibt Texturenpakete, Mods, Skins. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann sage ich euch das jetzt. O1 Texturenpakete. Also, Texturenpakete sind halt sowas. Die Texturen verändern sich. Also, Blöcke sehen anders aus. Ein Dirtblock sieht nicht mehr aus wie der normale Dirtblock, sondern sieht wirklich aus wie Erde. Stein sieht nicht mehr aus wie irgendein komisches Geraffel, das sieht aus wie Stein. Und Holz sieht ganz anders aus, realistischer. Und sowas gibt's da alles. Es gibt natürlich auch unrealistische Texturenpakete. Es gibt welche von Portal, von... Ach, es gibt tausende. Dann gibt es auch HD-Texturenpakete. Die sehen dann halt, wie schon gesagt, HD aus. Und dafür braucht man noch ein bestimmtes Programm. Dieses Programm patcht dann alle Fehler, die man ohne dieses Programm mit den HD-Texturen hätte. Und die... Ja... 2. Mods. Also Mods sind, wie schon in den Namen vorhanden, Modifikationen. Wenn ich was aus Modifikationen sind, das sind Verbesserungen. Also zum Beispiel, du kannst dir Sachen holen, ohne sie abzubauen. Zum Beispiel, du drückst auf T, gibst irgendwas ein und dann hast du dir sozusagen Sachen gecheatet. Das ist ein bestimmter Mod, den nennt man Singleplayer Commands. Ja, dann gibt es auch Too Many Items Mod, da kann man sich auch Sachen cheaten. Dann gibt es auch Zombie Mod, da kann man zoomen, fliegen,
höher springen und so weiter und so weiter. Dann gibt es auch noch HD-Mods, so High Definition. Dann gibt es Optifine, da sieht alles viel besser aus. So, da wackelt das Gras. Und dann gibt es noch Shaders-Mod. Also ich nenne ihn immer Shadow-Mod, aber der heißt halt Shaders-Mod. Keine Ahnung warum. Ja, der wirft halt Schatten und alles sieht viel geiler aus. Part 3. Und der letzte Part. Skins. Also Skins sind Kinder. Nein, natürlich nicht. Also da sieht der Typ von Minecraft, man spielt ja eine bestimmte Person, sieht dann völlig anders aus. Also die muss man runterladen, installieren und keine Ahnung wie das geht, das weiß ich nicht. Das hat ein Freund von mir gemacht, für mich. Und ja, dann sieht halt der Typ völlig anders aus. Mehr bringt's nicht. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal mit mittendrin und hoffentlich euch. Das seid übrigens ihr.